Gibt es Akida-Unterschiede zwischen Sunniten und Schiiten? Das ist ein Unterschied wie Himmel und Erde. Das ist die bessere Frage. Gibt es Ähnlichkeiten? Natürlich, es gibt ganz gravierende Unterschiede. Beispielsweise die Sunniten, sie machen nur Dua zu Allah subhanahu wa ta'ala. Die Schiiten jedoch, sie rufen auch Propheten und Sahaba und ähnliches an. Also machen sie hier Schirk. Allah, die Sunniten sagen, dass nur Allah subhanahu wa ta'ala der Lenker des Universums ist. Bei den Schiiten ist es auch so, dass unter Umständen ihre Imame und andere Lenkung oder im Universum etwas lenken können. Die Sunniten sagen, dass der Prophet Muhammad alayhi salatu wassalam der rechtmäßige Prophet ist. Und die Schiiten sagen, oder Gruppen von ihnen sagen, dass Ali radiallahu anhu eigentlich der Prophet hätte sein sollen und dass Jibril einen Fehler gemacht hat. Und noch viel, viel mehr, wo die Schiiten ganz klar eine andere Akhida haben als die Sunniten, beziehungsweise als die Muslime. Ja,